So Leute, was machen wir heute? Wir machen heute Rippchen vom Drehspieß. Also Barbecue-Rippchen vom Drehspieß. Und wie wir das machen und was wir dazu brauchen, da bleibt dran und guckt es euch an. So Leute, die Rippchen habe ich ja gestern schon gerappt, das seht ihr gleich im Schnelldurchlauf. Und jetzt habe ich es auf dem Drehspieß, Heckbrenner an. Und jetzt gucken wir mal, wie lange wir brauchen für die Dinger. So Leute, was gibt es dazu? Guckt mal an hier, das ist einfach eine Pfanne, Bohnen, Kartoffeln geviertelt, bisschen Bauchspeck, bisschen Gewürze dran. Das schiebe ich einfach mit dem Grill rein. Und dann ist es warten. So Leute, guckt mal hier, jetzt habe ich meiner Frau hier eine Pflanzensprühflasche geklaut. Ne? Und da haben wir Misch drin aus Whisky und Cola. Und das werden wir immer mal einsprühen. Guckt mal an Leute. Eine Stunde ist um. So sieht's aus. Eimerfrei, oder? Jetzt lassen wir sie noch ein bisschen. Ich habe jetzt den Heckbrenner ausgemacht. Und nur noch indirekt jetzt. Also rechts und links den Brenner an. Und jetzt lassen wir es einfach gar werden, sonst wird es zu dunkel. So Leute, gucke hier. Jetzt machen wir das Gläs fertig. Oder Einpinselzeug oder sonst irgendwas. Wie auch immer wir alle dazu sagen. Habe ich ein bisschen Barbecue-Soße. Und dann machen wir noch mal ein bisschen von unserem Whisky-Misch mit dran. So. Dann werden wir das Zeug noch mal ordentlich einstreichen. So Leute, angerichtet sieht so aus. Schön, ne? Wellenrüppchen stehen. Gut. Und jetzt werden wir uns das mal schmecken lassen. Ich habe jetzt für die Rippchen ungefähr 1,5 Stunden gebraucht. Also ja, das passt alles. Ja. Wenn euch mein Video gefallen hat, wie gesagt, Abo, Daumen hoch, Daumen runter, wenn runter, warum, netter Kommentar, ist immer nett. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis später, euer Barbecue Sachse.